Es ist der Versuch, Christi Himmelfahrt einen festlichen Rahmen zu verleihen. In einem Jahr, in dem Corona dem sonst üblichen Freiluftgottesdienst im Biergarten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bereits in den Tagen zuvor war der Mesner von St. Moritz in Augsburg damit beschäftigt, jede einzelne Kirchenbank gründlich zu desinfizieren. Während im Pfarrbüro das Telefon nicht stillstand, weil sich die Gläubigen zum Gottesdienst anmelden mussten. Ein Hochfest im Zeichen der Pandemie. Einerseits ist natürlich heute jetzt wirklich die Freude groß, dass wir hier wieder miteinander gemeinsam Eucharistie feiern werden. Zwar in einer kleinen Gruppe, das ist sehr ungewohnt hier, aber es ist doch noch mal was anderes wie an Ostern, wo ich die leeren Kirchenbänke vor mir hatte. Also, ja, wie unser Bischof Bertram ja auch sagte, dieses schrittweise jetzt auch wieder sich annähern und hineinfinden in das, was uns so wichtig ist, das ist heute, glaube ich, ein ganzer großer und bedeutender Schritt hier bei uns in der Moritzkirche. Der Schutz der Menschen stand beim Christi-Himmelfahrtsgottesdienst in St. Moritz an erster Stelle. Die Einlasskontrollen nahmen die Gläubigen gelassen hin. An Sicherheitsabstand und Mundschutz haben sich die meisten wohl schon etwas gewöhnt. Im Zentrum stand Christi-Himmelfahrt, die Rückkehr Jesu zu seinem Vater in den Himmel. Was im ersten Moment vielleicht etwas abstrakt daherkommt, ist gegenwartstauglich. Die Wirklichkeit ist die, dass die Jünger Jesu loslassen mussten, so wie sie ihn gewohnt waren, in eine andere Wirklichkeit des Glaubens eintreten. Und wir mussten ja ganz viel loslassen in diesem Jahr. Und ich glaube, es ist auch eine gute Übung, wenn man denn was Positives an der ganzen Sache auch sehen möchte, dass wir Gewohntes immer wieder auch loslassen, damit der Geist Gottes uns in Neues, in eine offene Zukunft hineinführt. Für einige Gläubige war der Christi-Himmelfahrtsgottesdienst die erste gemeinsame Messfeier nach vielen Wochen des Verzichts. Für alle jedoch war es der erste Gottesdienst in St. Moritz mit Kommunion seit Corona. Dafür kam Pfarrer Haug zu jedem einzelnen Gläubigen in die Kirchenbank. Das soll eine mögliche Virusübertragung auf ein Minimum reduzieren. Das erste Mal wirklich Gottesdienst wieder mit Eucharistiefeier ist einfach ein bewegender Moment, irgendetwas. Und die haben eigentlich lang drauf haben warten müssen, irgendetwas, aber heute war es mal wieder soweit. Neu, andere Erfahrung, aber es ist viel zu neu in den letzten Wochen. Es war nur eine mehr und es war schön und endlich geht's wieder. War nach langer Zeit wieder ein richtig schöner Gottesdienst. Also hat mir gut getan. Es war eine feierliche Messe an Christi Himmelfahrt, wenn auch unter ungewohnten Voraussetzungen. Im Zentrum steht Jesus Christus. Daran ändert auch Corona nichts.